Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Subnautica. Wir müssen noch einmal für Magnetit sammeln. Einmal runter in diese Cave, wo die ganzen Seeschlangen waren. Da kommen wir aber eigentlich easy runter, das ist ja kein Problem. Da war ja hier hoffentlich irgendwo gleich, genau da war der Eingang. Und da unten soll Magnetit sein, das ist mir komplett neu gewesen. Ich dachte eigentlich immer, die sind noch ein bisschen tiefer, aber scheinbar sind die Magnetitteile hier unten. Daher schauen wir nochmal runter. Ist ja auch recht schön hier unten, es ist zwar saugefährlich, aber immerhin recht schön. Ist ja auch ganz toll. Und ich hoffe sehr, dass wir hier Erfolg haben und ein bisschen Magnetit, da ist es auch schon, finden können. So. Da ist auch noch eins. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall korrekt und 100% richtig. Hier finden wir unser Magnetit, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und auch in großen, rauen Mengen scheinbar. Das finde ich ja gut. So. Magnetit. Lithium. Alles so Sachen, was ich gebrauchen kann. Weil ich bin leider gerade im Moment ein bisschen arm dran, was Material angeht. Und ich habe auch fast kein Lithium mehr. Ich habe nämlich einen von diesen Plistalbarren. Habe ich mir jetzt mal hergestellt. Und, ja. Jetzt reicht's langsam mit Lithium nicht mehr aus. Jetzt geht mir das langsam aber sicher aus. So, ich bin jetzt ein bisschen mutiger. Ich schwimme jetzt einfach mal schnell ein bisschen durch und sammle hier ein bisschen was. Und dann hauen wir eh wieder ab. So. So, okay. Schauen wir, ob hier noch irgendwo... Okay. Könnte eigentlich schon fast reichen von dem, was ich habe. Diamant, auch gut. Brauche ich nämlich auch wieder. So, wenn jetzt gerade keine Ding ist, dann mache ich das Schönpfeilchen mal ganz kurz gescannt haben. So. Wickelpapyrus nehme ich auch mal abgescannt. So, dann haben wir nämlich alles hier abgescannt. Hoffe ich zumindest. Ein bisschen was. Das ist ja eine riesen Goldader. Krass. Was haben wir hier noch? Kann ich das irgendwie... Nee. Das bringt gar nichts. So, man kann die Dinger auch hier als Eier finden. Also man kann Eier von den Dingern finden. Die sind aber dann in diesen Teilen mit drin. Also mit in den Pilzen hier. Ist ganz interessant, ist ganz cool, ist ganz lustig, aber ich mach's nicht. Also vielleicht irgendwann, klar, wenn wir unsere... Und wenn wir unser großes Aquarium haben, dann sammle ich auch Eier. Aber so lang, wie ich noch kein großes Aquarium habe, ist es eigentlich ein bisschen Bullshit. Ja? Deswegen sammle ich noch keine Eier. Also wundert euch nicht, ich sammle nur keine Eier, weil ich eben noch keine brauche. So. Okay. Dankeschön. Wunderbar, das habe ich ja alles schon mal. Schauen wir, wie schaut es im Inventar aus. Ich kann schon noch ein bisschen was mitnehmen. Werde ich auch, wenn ich kann. Auf jeden Fall. Nur schauen, wo wir hier noch ein bisschen was finden. Weil der Spot gerade eben, der war irgendwie echt nice. Da habe ich richtig viel gefunden innerhalb kürzester Distanz. Hier ist auch noch einer. Schauen, ob ich hier noch mehr finde. Ja, hier könnte vielleicht noch ein bisschen was rumschwirren. Schauen wir doch einfach mal. So. So, okay. Jeden Fall noch eine Seeschlange, die auf meine Motte abreißt. So, hier ist noch ein bisschen was. Noch ein Diamant. Sehr schön. Ist doch alles hier schon mal sehr gut. Ist auch noch was. Ein bisschen Blei, glaube ich, war das. Oder eben auch Lithium. Ist noch ein bisschen Magnetit. Kann ich die auch scannen, die Riesendinger? Nö. Also natürlich im Kleinformat muss ich die Dinger scannen. Ist aber auch noch ein bisschen was. Bisschen Gold. Wo ist es? Da. Noch ein Diamant. Sehr geil. Ist auch noch was. So, jetzt kann ich hier das Magnetit mal schnell scannen. Habe ich nämlich noch nicht gedacht. Das muss ich natürlich auch erledigen. So. Und da muss ich noch ein zweites Teil finden. Aber da habe ich auch schon nachgeschaut, wo ich es denn in etwa finden könnte. Leider keinen genauen Ort, und zwar auch in dem Pilzwald, da wo wir auch schon waren.
Müssen wir da nochmal hin? So, jetzt schwimmen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Ah, ich glaube tatsächlich, dass dieses Mistviech von Schlange meine Motte angegriffen hat. Die ist voll angekratzt. Voll hart. Drecksau. Miese Drecksau. Naja, was willst du machen, gell? Ich kann sie mir nicht wegwünschen hier. Und ich glaube, töten kannst du die auch nicht. Sieht aus wie ein riesen Kackhaufen hier. Aber das habe ich, das ist die Arg-Krankheit, glaube ich, dass du überall nur noch Scheiße siehst. Kann zumindest sein, gell? Okay. Gut. Dann schwimmen wir wieder nach oben, schwimmen wieder nach Hause. Ist ja zum Glück alles nicht weit weg. Und dann können wir uns vielleicht schon das Tiefenmodul Stufe 2 bauen. Weil da brauche ich nur Magnetit und einen Plastalbarren. Und dann könnte ich hier auf jeden Fall weitermachen. Halt nicht da lang. Wo ist es? Hä? Da. Home sweet home. Da wollen wir hin. Weil da hebelt nämlich meinen ganzen Stoff. Mal gucken. Und ich muss auf jeden Fall die Motte reparieren. 31%. Boah, das ist schon heftig. Da bin ich schon richtig runtergeschlagen worden jetzt von den Mistsäulen. Aber es ist im Arten. Da können wir nichts ändern. Okay. Also, dann parken wir hier mal ganz kurz. Sodala. Dann holen wir uns gleich das Erweiterungsmodul raus. Okay. Zack. Welcome aboard, Captain. Dankeschön. Dann gehen wir hier rein und schauen nochmal. Also, Magnetit habe ich, immerilliertes Glas brauche ich noch. Ah ja, genau. Ah, shit, okay. Lithium. Packen wir mal alles hier rein. Blei habe ich, glaube ich, keins gefunden. Aber Diamanten. Diamanten habe ich einige gefunden. Und auch Gold ist auch mit dabei gewesen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann suchen wir mal nach Zähnen, würde ich sagen. So, dann packen wir das erstmal so lang wieder rein. Steigen wir ein, aber ich muss es erst noch reparieren. Weil so gehe ich garantiert nirgendwo hin. Da habe ich ein bisschen Bammel davor. Okay. Na komm. Und zack. Dann steigen wir ein. Und ich würde sagen, dann gehen wir links in den Wald hier. Oder ist hier überhaupt ein Wald? Schon, ne? Ja, hier ist auch schon der erste Pirscher. Okay. Mal schauen, ob wir die Zähne so überhaupt wirklich gut sehen können. Oder ob ich da... Ich muss erstmal ein paar Pirscher finden, wo ein paar mehr sind. Also Pirscherzähne sind eigentlich alles andere als selten. Die muss man nur erstmal... Entweder schlagen wir sie aus, den Mistsäulen. Aber ich müsste erstmal welche finden, wie gesagt. Sind denn hier mehrere? Da ist einer. Okay. Ja, der könnte auf jeden Fall jetzt bald was verlieren. Hätte eigentlich schon lange was verlieren sollen. Aber ich sehe hier keinen. Ich sehe hier keinen beschissenen Zahn. Kann das sein? Ja, jetzt ist hier noch einer. Das heißt, die Chance ist verdoppelt. Eigentlich müssen die ja eigentlich einfach ausfallen, oder? Normalerweise. Ich muss denen ja nichts geben oder so. Hier ist auch noch ein Ei. Eigentlich muss ich denen nichts geben. Die müssten eigentlich nur rumliegen. Hier irgendwo. Ja, der sammelt hier auf jeden Fall seinen Schrott. Aber ne, Zahn ist hier jetzt im Moment keiner. Ehrlich. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ah, Kacke. Komm, jetzt verliert doch meinen Zahn. Muss ich den denn echt ausschlagen jetzt? Meine eigene Motte wieder platt gemacht. Ist er denn verloren jetzt? Lappen? Muss ich sie füttern?
weiß es nicht. Ehrlich, ich bin da total überfragt gerade. Wo ist denn noch ein Fisch? Nein. Das war nicht der Plan. Hirscher? Wo ist die Drecksau jetzt? Ist er abgehauen? Feiger Spinner, echt. Da ist einer. Na komm. Hast du den fallen lassen? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich ihm extra Futter gegeben, der Drecksau. Und was macht er jetzt? Gib mir keinen Zahn. Die olle Bitch. Danke fürs Titan und das ist ja schön und recht. So kann man sie übrigens zähmen. Aber, naja. Ja, er ist jetzt nett zu mir. Hat aber einen Fisch zum Snacken bekommen. Aber ohne Zahn, mein Lieber, nützt du mir leider nichts. Ohne Zahn, mein Lieber, nützt... Ach, da ist ja einer. Oh, gut. Okay. Reicht für emeraldites Glas einen Pirscherzahn? Oder brauche ich da mehrere? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich hatte damals einen Spot gefunden, da habe ich gleich 10 Stück oder sowas auf einem Häufchen gefunden. Das war hier so ein Häufchen. Und da habe ich Unmengen gehabt, ehrlich. Da hatte ich Unmengen an Pirscherzähnen. Aber die Drecksäue haben wohl gedacht, ich kümmere mich jetzt drum. Karies und sowas, scheiß drauf. Die haben wohl ordentlich Zähne geputzt. Die haben richtig ordentlich Zähne geputzt. Ich schaue jetzt einfach mal, ob einer reicht, weil ich brauche ja erstmal nur ein emeraldetes Glas. Und das brauche ich, glaube ich, auch nicht allzu häufig, hoffe ich zumindest. Weil wenn, dann müssen wir uns schon irgendwie mal nochmal den Boden absuchen und schauen, ob wir irgendwo noch ein paar Zähnchen finden. Wie gesagt, die sollten normalerweise gar nicht so arg selten sein. Aber man weiß ja nie. So. Okay, schauen wir mal, was brauchen wir für emeraldetes Glas. Wo ist es? Hä? Hä, ich dachte genau, das brauche ich dafür. Muss mich jetzt verarschen. Hä? Glas? Da, doch, ein Pirscherzahn, okay. Alles safe, alles safe. So. Und so. Dann machen wir noch ein paar von den Titanbarren. Haben wir wenigstens ein bisschen was wieder. Schadet auch nicht. Okay, alles safe. Dann packen wir das alles hier rein. Okay, dann holen wir uns den Barren. Brauchen wir noch das emeraldete Glas. So, dann müssen wir einmal Glas herstellen. Und einmal das emeraldete, wie man das auch immer ausspricht, emailliertes Glas. Okay, dann brauchen wir das Modul natürlich noch. So, haben wir das auch schon. Und dann schlüpfen wir wieder rein. Rasen nach hinten. Und schauen wir hier kurz. Da kann man das erste Modul bauen. Das ist schon mal gut. Okay. Und das zweite Modul, das können wir auch schon bauen. Hey, ich dachte, brauchen wir Aerogel. Was haben wir denn jetzt Aerogel gebraucht? Was war denn das nochmal? Hä? Haben wir nicht für irgendwas Aerogel gebraucht? Kyanit? Für irgendwas haben wir doch Aerogel benötigt, oder? Bin jetzt blöd? Das gibt's ja gar nicht. Habe ich. Ach so, genau, für den. Ich glaube, für den Wasser-Dingens. Ne? So. Ja, warte mal, ich kann doch gleich tiefste Stufe 3 herstellen. Brauche ich nur den Titanbarren. Habe ich ja eh gerade hergestellt. Das Lithium. Und. Achso, ich brauche 2 Lithium.
Das vergesse ich jedes Mal. 2 Lithium. Und hier einen neuen größeren Stahlbarren. Okay, den haben wir auch. Und dann brauchen wir noch Rubine. Rubine. Haben wir ja auch schon 2. Und was fehlt? Nein, ein Rubin fehlt. Really? Oh no. Egal. Schnuppe. Scheiß drauf. Wir brauchen noch einen neuen Dingens. Nein. So, dann holen wir uns hier nochmal ganz kurz 2 Titan. Und basteln uns noch einen Spind. Komm schon. Mach mich nicht schwach. Dann halt hier. So, und der heißt Magnetit. So. Gut, da können wir dann Magnetit schön reinstopfen. So sind wir wieder leer. Können nochmal runtergehen, schauen, ob wir nochmal 2, 3 Rubine finden. Wäre auf jeden Fall eine ganz nette Sache. So, hier greife ich mir auch nochmal schnell ein bisschen Futter. Brauche ich nochmal kurz meine Thermalklinge. So. Ach, das ist doch so ätzend. Okay, dann tun wir die wieder rein. Und den snacken wir noch weg. Okay, dann bin ich wieder fit. Soweit. Da will ich gar nichts. Da will ich mir was rausholen. Und wir hören noch kurz die Nachricht an. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... How many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Na toll. Ja, Sunbeam, das wissen wir. Okay. Tigern wir noch einmal runter und schauen und hoffen vor allem, dass wir noch mal ein bisschen Rubin finden da unten. Wäre auf jeden Fall ganz nice, weil ansonsten muss ich mit der tiefsten Stufe 2 erstmal klarkommen. Habe ich sie dabei? Ja, weil die muss ich nämlich ausrüsten. Ja, das habe ich vergessen. So, es kam auf jeden Fall 500 Meter schon runter, das ist doch schon mal ganz gut. Sind wir auf jeden Fall schon mal ganz gut dran, muss ich sagen. So, also Rubine sehe ich jetzt hier aktuell noch keine. Aber vielleicht haben wir ja Glück und wir finden noch irgendwo welche. Brauchen ja eigentlich nicht viele. Wir brauchen ja nur noch einen. Einen einzigen verkackten Rubin brauchen wir noch. Einen einzigen. Das muss ja wohl drin sein, oder? Ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Ich muss jetzt aber auch eine neue Energiezelle herstellen. Mache ich aber dann offscreen. Weil ich will ja nicht, dass ihr hier wahnsinnig werdet. Ne, ich sehe hier echt keinen Rubin mehr. Oh, ist das scheiße. Komm schon, das kann doch nicht sein. Ich habe 2 schöne Rubine gefunden. Ich hätte gern noch einen. Einen hätte ich schon noch gern, ehrlich. Wäre schon eine Top-Sache. Wenn ihr mir noch einen schenken würdet. Hab ich da schon wieder so ein Viech angeknabbert oder was? Yep. Die Viecher knabbern mich schön an. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Ja, aber ich sehe hier echt nichts. Nichts, was irgendwie auf einen Rubin hindeutet. Daher versuche ich mal so einen Ausgang, weil da war der letzte, im letzten Mal waren auch bei den Ausgängen die Rubine. Beziehungsweise bei den Eingängen. Aber da habe ich diesmal wohl leider nicht mehr so viel Glück. Schade. Schade, schade. Nee, da haben wir leider Pech. Da haben wir leider, leider Pech. Ach, shit. Naja, gut. Was wirst du machen? Wir müssen schauen, dass wir irgendwo anders Rubine herbekommen. Werden wir bestimmt auch irgendwann finden. Wahrscheinlich dann zu den Zeiten. Wow. Klingt nicht gut. Klingt nicht gut. Okay, easy. Alles klar.
Man hört ihn immer noch, gell, obwohl er eigentlich schon weg ist. Okay, ich brauche noch ein Teil für Aerogel. Habe ich nachgeschaut, man braucht einen Gelsack. Findet man eigentlich unter anderem überall. Aber aktuell suche ich jetzt noch danach. Ich habe gehört, in diesem Kelp Reef, also in diesem quasi, in diesem ja, bei diesen Teilen, wo wir das letzte Mal waren, wo wir von den Warpern angegriffen worden sind, wo wir die Zeitkapsel gefunden haben, da war was. Da sollten wir hier sein. Da werden wir jetzt auch als nächstes auch hintigern, weil wir können. Na, wir haben ja jetzt 500 Meter. Vielleicht finden wir da auch einen Rubin. Wäre natürlich auch schick. Aber ich denke, dass wir da auf jeden Fall gute Karten haben, was zu finden. Daher werden wir da auf jeden Fall nachher mal hintigern. Beziehungsweise in der nächsten Folge dann, weil wir sind ja eigentlich schon wieder drüber. Und deswegen, meine Lieben, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Liken und Abonnieren und Kommentieren nicht vergessen. Macht's gut und ciao.